Erkennst du dieses Kopfwackeln? Heute gibt's Gobi Paratha und Alu Paratha. Namaste, welcome to Sönam's Kitchen. Ich weiß, wir hocken gerade irgendwie alle ziemlich viel zu Hause rum, weil es einfach die Situation uns gerade nicht anders erlaubt und auch vernünftig, dass wir dann das uns auch dran halten. Aber um mal so ein bisschen Orient und ein bisschen Flair und Spiciness irgendwie nach Hause zu bringen, ohne dass du aufgehst wie eine Plunder, machen wir heute ungesäuertes Brot und zwar gefüllte Paratha. Eins meiner lieblichsten Streetfood-Geschichten ist ein gefülltes Pfannenbrot Deluxe. Ich bin in Delhi extra immer in ein Hotel gefahren, wo sie die besten Gobi Parathas gemacht haben. Und wenn ich in Delhi war, es war eine schlimme Klitsche und Absteige, aber ich wollte so nah an den Parathas sein, wie ich nur konnte. Hammer. So einen Stapel Parathas immer gekriegt und einfach glücklich gefuttert. Tasse Chai dazu. Yeah. Wieso wir überhaupt Paratha machen, ist eigentlich, weil ich in Deutschland immer gutes Chapati-Mehl gesucht habe und ich habe eigentlich nie eins gefunden. Also die normalen Mehle, die ich benutzt habe oder wie es auch in meinen Büchern drin steht, ist meistens ein 55er Weizen. Bringt es aber nicht so wie, das ist nicht wie ein Chapati-Mehl. Und ich dachte, es liegt immer am Mahlgrad und weiß das ich was. Und dann habe ich aus der Not heraus neulich mal Chapati zu Hause gemacht mit Spätzle-Mehl, weil ich kein anderes da hatte. Und dann war es auf einmal so, what, das fühlt sich an wie Chapati-Mehl. Also es war genau diese Haptik und was ich da von Indien aus kenne. Und da habe ich mir gedacht so, boah, wenn ich was entdeckt habe, dann teile ich es mit euch. Okay, wir haben hier Spätzlemehl, das ist mein deutsches Adäquat zu indischem Chapati-Mehl. Wir haben Butter bzw. Alsan-Margarine, wir haben, und dann wird, also mit Blumenkohl wird gefüllt, dann werden wir mit Ingwer, frischem Kurkuma und den Gewürzpaletten hier arbeiten, bzw. ein Paratha wird mit Kartoffel gefüllt und der andere wird mit Blumenkohl gefüllt. Also einmal Gobi-Paratha und einmal Alu-Paratha. Hier haben wir Kurkuma, Kreuzkümmel, Rosenpaprika, Kardamom und Koriandersaat. Sieht man ein bisschen schlecht, aber so schaut's aus. Salz, fertig. Wir machen auf 600 Gramm Mehl 350 Wasser und Salz. Keine Hefe, kein Sauerteig, kein Backpulver, kein no nothing. Ungesäuertes biblisches Brot. Vergelt's Gott heißt das in Bayern. Bisschen Salz und dann 350. Also wir brauchen ein bisschen über 2:1. Der Teig wird ein paar Stunden ruhen. Ist mal ein bisschen mehr Mehl, jetzt ist ein bisschen mehr Wasser. Insgesamt ist das ein bisschen zu viel, ist alles ein bisschen gut. Wieder hauptsächliches Ziel, Mehlnester loszuwerden. Irgendwann merkst du auch, dass du das mit der Gummilippe nicht mehr weit kommst. Dann gehen wir auf die Arbeitsfläche und kneten, oder in der Schüssel, kneten es da einfach kurz durch. Und dann lassen wir den sicher, also je nachdem, wie viel Zeit du hast. Aber ich würde den jetzt gerne 2 Stunden stehen lassen. Kannst aber auch nach 20 Minuten anfangen, damit Parathas zu formen. Also du musst einfach ein bisschen diese Autolysezeit haben. Wir werden ihn auch nachher noch mal ein bisschen durchkneten. Verknetet. Erstmal noch dieser rissige Teig, der wird in 20 Minuten wird er einfach homogener werden. Ja? Dann wird er glatt. Und Teig in die Tupper. Dann trocknet er nicht aus. Es geht ihm gut. Nicht kalt stellen, einfach Zimmertemperatur. Für die Alu-Paratha brauchst du gekochte Kartoffeln. Und wir zeigen euch hier, wie man Kartoffeln kocht, falls du es noch nicht kannst. Und da ist überhaupt keine Schande dabei, also schau ruhig da vorbei. Wir brauchen einfach ein paar gekochte Kartoffeln. Wir hatten jetzt ein paar Kartoffeln übrig, deswegen machen wir Alu-Paratha. So, hier geht es jetzt den Blumenkohl an den Kragen. Ich schätze mal, ein halber reicht. Wir reiben den einfach über die grobe Reibe. Und es ist gut, wenn du erstmal auf der Blume bleibst praktisch und dich dann zum Strunk vorarbeitest. Du kannst es natürlich, wenn du keine Reibe hast, die ganze Geschichte auch mit dem Messer sehr dünn aufschneiden, funktioniert auch. Und den Strunk behalten wir. Wir drehen immer von der Blume Richtung Strunk. So ist gut. Die Kiste wird gesalzen, nicht geölt. Um mir das Rezepteschreiben im Nachhinein zu erleichtern, machen wir hier einen Teelöffel Kardamom.
2 Teelöffel Paprika, 1 Teelöffel Koriander, bisschen Kreuzkümmel und einmal Gelb. Und ich finde die ziemlich cool in Rot, so habe ich die auch kennengelernt. Tomatenmark. Dann machen wir hier noch, ich habe heute überhaupt keine Lust zu schälen. Deswegen kommt jetzt hier frisch geriebener Kurkuma rein. Und das Stückele geriebener Ingwer. Und wir machen den jetzt so ein bisschen kinderfreundlich. Ohne Chili, aber eigentlich gehört da schon Chili rein. Aber ihr kennt es ja in Deutschland, am Dönerstand sagen sie immer alle, magst du mit oder ohne scharf? Und dann sagen alle ein bisschen. Und das heißt einfach gar nichts. Paratafüllung. Verrühren. Und dann schauen wir, ob wir nochmal nachwürzen müssen. Wenn du frischen Koriander hast oder Minze oder solche Sachen, kannst du auf alle Fälle auch mit verarbeiten. Ich habe leider überhaupt kein Grün da heute. Aber draußen liegt auch Schnee. Grün kommt erst im Frühjahr wieder. So wäre die Konsistenz ideal. Wird halt noch ein bisschen weicher. Wasser wollen wir loswerden. Hm. Perfekte freie Schnauze Würzung. Und wir können die Aluparata noch vorbereiten. Wir werden jetzt unsere Kartoffeln noch dünn aufschneiden und würzen, kurz verrühren und dann sind wir mit den Vorbereitungen fertig und können zum Braten übergehen. Also aus den Kartoffeln schneiden wir so 2 mm Scheibchen. Wir wollen noch nicht, dass die schon zu sehr zerbrechen, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Sie werden nachher beim Füllen der Paratas auf alle Fälle zermanschen, aber sie sollen es nicht, dass wir die dann mit Kartoffelbrei füllen, weißt du? Das habe ich auch schon mal unkomplizierter gemacht. Jetzt hier Kreuzkümmel, Koriandersaat, das ist dasselbe wie das Pulver, machen wir ein bisschen rein, einfach eine andere, ein bisschen Knack. Halber Teelöffel Gelb, aka Kurkuma, wir machen noch ein bisschen Kardamom mit rein, auch ein Teelöffelchen. Und dann, damit ich nicht ganz, was so für die Kinder kochen, ist ja immer schön. Also du meinst ja mich. Ja, aber genau. Also für die Kinder kochen ist ja schön, aber so ein bisschen Chili konnte ich mir jetzt dann doch nicht verweigern, weil also mit meinen, ich esse gerne scharf. Ah nee, Moment, wie sagt man? Ich esse gern ein bisschen scharf. Bisschen Salz und wir machen doch einen Teelöffel Gelb draus. So ist gut. Unser Teig hat eine halbe Stunde gerastet. Wir haben ihn aus der Tupperware elegant rausgeholt, wie ihr gesehen habt, hoffe ich. Und wir kneten ihn jetzt noch einfach einmal durch und werden ihn danach in ungefähr 80 Gramm Stückchen teilen. Aber ihr seht schon gleich irgendwie, Autolyse hat ihren Job gemacht. Er ist wirklich ein geschmeidiger, glatter Teig und mehr braucht es auch gar nicht, sondern willst einfach nur, dass es ein glatter Teig ist. Und den teilen wir uns dann gleich auf. Schon erfrischend. Und jetzt barfuß auf den Everest. Jo! Es wird Zeit, Paratas zu machen. Und zwar heute auf dem Feuer. Wir haben uns eine kleine Outdoor-Kitchen aufgebaut. Die ist gleich bei mir vor der Küche. Und ich zeige euch jetzt, wie man die Paratas auf der Glut, also wir haben uns ein kleines Feuer, weil es ein bisschen frisch hier im Dezember, Januar Schnee. Der Teig reagiert ein bisschen auf die Temperatur, was aber nicht weiter schlimm ist. Bisschen kälter, es geht in der Wohnung, ist ja leichter zum größer ziehen, wie ich das jetzt hier gerade mache. Und ich zeige euch gleich, wie man die Paratas füllt. Und nebenbei brate ich schon immer ein paar. Nimmst du dein Bollerchen, füllst dein Dulli mit ordentlich Blumenkohl oder Kartoffel.
Am besten nimmst du einen Löffel, den haben wir von zu Hause vergessen. Nudelholz haben wir auch zu Hause vergessen, aber es geht eh meistens mit den Händen leichter. Schaust du, dass das irgendwie zugeht, legst es aufs Schneidebrett, ein bisschen mehlen, dann drückst du ihn erstmal ein bisschen auf Größe, dann könntest du auch mit dem Nudelholz arbeiten, musst immer von beiden Seiten gucken, dass dir da die Füllung nicht so rausbarzelt und dann kannst du anfangen, ihn größer zu ziehen und wenn er dann ein bisschen aufgeht, ist nicht so schlimm. Und ich ziehe dann einfach mit Daumen und Zeigefinger und hier mit den Fingern von hinten den Parata größer. Genau, ich merke schon, hinten geht er mir auf, habe ich nicht gescheit zugedrückt. Aber vielleicht hole ich mir einfach ein bisschen Wasser gleich dazu. Ich dachte, ich habe das Wasser aus der Küche vergessen mitzunehmen. Dann ist uns gerade aufgefallen, dass wir am Fluss sitzen. Wir auch schon baden waren, by the way. Deswegen auch unser Zittern am Leib hat jetzt nichts mit der... Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, und dann kannst du noch in der Pfanne ein bisschen größer ziehen, ankleben. Jetzt machen wir mal eine Kartoffel. Und dann hast du jetzt hier die Kartoffeln, die zerdrückt praktisch, deswegen haben wir die vorher nicht zerdrückt. Größer, 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 größer. Und jetzt können wir nochmal ins Ziehen gehen. Ja, drücken geht besser bei der Temperatur. Also zu Hause ziehen. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie. Und jetzt einfach größer, größer. Mehl runter, ab auf die Flamme. Dann kannst du irgendwie nach ein, zwei Minuten kannst du ihn wenden. Wie es zu meiner indischen Kocherei gekommen ist. Ich war mit einem Kumpel in Indien und das Essen war, also erstmal waren wir im Mai in Goa oder sowas, da haben eh alle Restaurants zu, das war Horror, da haben wir uns erstmal einen Herd gekauft. So einen kleinen Kerosinherd, mit dem wir dann durch die Gegend gezogen sind, den haben wir tatsächlich bis in Himalaya mit hochgeschleppt. Und wir haben uns dann in Indien einfach selber Essen gekocht. Weil, also gab keine Restaurants oder es war nicht irgendwie sicher vegan genug oder irgendwie so und so weiter. Also wir hatten auf alle Fälle unseren kleinen Kerosinherd. Diese Chapati-Pfanne, die schleppe ich tatsächlich seit, wann war das, 98, schleppe ich die in meinem Leben umher. Und wir haben wirklich in diesem mit so primitivsten Mitteln, weißt du, einfach in einem Zimmerchen irgendwo draußen uns irgendwie aufgebockt und haben angefangen, irgendwie uns geiles Essen zu kochen. Haben in der Höhle gewohnt, im Himalaya, hatten unseren... Da hat man dann Knammer und so Feuerholz dann immer gesammelt. Da haben wir dann nicht mehr mit Kerosin gekocht, weil wir das ja irgendwie 3 Stunden den Berg hochschleppen mussten. Da hat uns schon gereicht, das Essen da hochzutragen. Aber da haben wir wirklich mit primitivsten Mitteln unglaublich lecker Essen gekocht. Und das war eine der abgefahrensten Reisen. Wir wollten eigentlich nur 3 Monate nach Indien fahren und waren dann 8,5 Monate bis nach Australien runter unterwegs, 6 Monate davon in Indien, knapp 2 Monate in Australien und dann noch in Borneo ein paar Wochen unterwegs und auf hohe Berge geklettert. Das war eine gute Reise. Und sowas, auch wenn wir jetzt in unseren Homeoffices sitzen, ist das auf alle Fälle eine schöne Art, wie man sich ein bisschen ausländischen Flair bzw. Natürlichkeit wieder zurückholen kann. Wirklich ungesäuertes Brot. Lecker. Und jetzt stimmt auch die Temperatur. Könnt ihr euch mal gucken. Also der Bräunungsgrad, das ist so ist super. Und der ist jetzt auch, die platzen nicht mehr auf. Also ich musste auch reinkommen. Bin auch ein bisschen Indoor verwöhnt sozusagen. Das kannst du natürlich auch mit einer normalen beschichteten oder einer Edelstahlpfanne machen. Musst jetzt keine Chapati-Pfanne aus Indien besorgen oder Google abrocken irgendwie und gucken, bis du da endlich so ein Ding findest. Braucht man auch wirklich nur zum Chapati-Braten. Das ist nur praktisch mit dem Holzgriff. So, zum grünen Abschluss. Wir machen es ja nicht mit Ghee, also dem Butterschmalz. Wir machen das mit ein bisschen Alsan. Schmieren wir uns das Ding ein bisschen ein. Umdrehen, auch ein bisschen buttern. Das ist das einzige Gute bei der Temperatur, die Butter schmilzt dann nicht so weg. Und hier Gobi Parata. Oh,
Ich bin New Delhi, wumm, Skytrain. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr uns auf unsere kleine Reise an einen geheimen Fluss irgendwo in Deutschland begleitet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, nur mal ein bisschen auszubrechen. Und wenn ihr auch mal Bock habt auszubrechen, nehmt euch eine Pfanne mit, hockt euch irgendwo an den Fluss oder irgendwo, macht euch ein Feuer, schmeißt euch einen einfachen Teig, eine einfache Füllung zusammen und das ist einfach grandios. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Sodoms Kitchen Goes YouTube. Wenn wir es mit diesem Video nicht geschafft haben, dass du endlich diesen Abonnierknopf gedrückt hast, dann weiß ich auch nicht mehr, was wir machen sollen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist schon cool.